Stürmer Davy Selke vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat beim Auswärtssieg bei Eintracht Frankfurt am Samstag 3:0 eine Gehirnerschütterung und eine Jochbeinprellung erlitten. Der 23-Jährige war von Gegenspieler Makoto Hasebe in der 79. Minute mit einem Ellenbogenschlag im Gesicht getroffen worden, der Japaner sah für die Aktion die rote Karte. Bereits in der 57. Minute gerieten die beiden Spieler aneinander, als Selke im Strafraum nach einem vermeintlichen Kontakt von Hasebe zu Fall ging. Den folgenden Elfmeter verwandelte der Stürmer zum 1:0. Selke soll einige Tage eine Trainingspause einlegen. Ob er damit im Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Augsburg 15:30 Uhr eine Option sein wird, ist offen.